Hallo zusammen, im heutigen Kurzvideo zeigen wir euch mal Skizze eines Hundes, besser gesagt meines Hundes, des Labradors mit einem Fineliner. Das Ganze beginnen wir wie folgt, indem wir oben ganz leicht den Kopf anskizzieren. Das ist ja ein Halbporträt, grobe Position der Augen, Nase und die Schnauze, die leicht so winklig unten, also praktisch wie so ein Quadrat unten als Schnauze ergibt. Und dann geht es auch schon los. Das wird dann mit dem ganz feinen Fineliner ausgearbeitet, Stück für Stück. Ums Auge erst einmal herum, die Schattierung. Also der Vorteil ist an diesem Fineliner, dass man wirklich sehr, sehr schöne Striche, schöne Schraffur erzeugen kann. Wie ihr das einfach mal hier sehen könnt. Und vor allem, wenn es darauf ankommt, feine Härchen zu zeigen, ist das eigentlich ein wunderbares Werkzeug dafür. Das machen wir jetzt hier um die Augen herum. Dann geht es gleich so ein bisschen zum zweiten Auge. Also, wer von unseren ehemaligen Kursteilnehmern, unserem Kursteilnehmer, den Hund kennt, wird ihn wahrscheinlich auch sofort erkennen. Diesen Blick, der eigentlich genau so ist, wie der jetzt hier auf dem Papier zu sehen ist. Und das Ganze wird dann noch so ein bisschen hier vertieft zur Nase hin. Also das Porträt wird es nicht so komplett ausgearbeitet, also ganz, ganz farbig, weil dann verliert es auch schnell eben an Spannung, sondern bekommt so die leichte Tiefe drumherum. Das machen wir auch hier unter der Nase. Und zeichnen dann den restlichen Bereich dazu. Das wird dann Stück für Stück immer dunkler. Die Nase ist auch ziemlich dunkel. Ansonsten ist der Hund schon sehr, sehr hell, weil er auch alt ist. Aber sicherlich auch sofort in seinem Wesen zu erkennen. So, hier wird es noch ein bisschen anschraffiert. Also der Fineliner hat natürlich der ganz dünne den Vorteil, dass man ganz feine Striche zeigen kann. Den Nachteil, dass man natürlich dann immer wieder drüber gehen muss, um eine Fläche dunkler zu gestalten. So, hier so die Schnauzhaare, die ein bisschen hier rauskommen. Deshalb auch die Punkte. Kleine, feine Linie. Und dann das Ganze hier. Und dann läuft es noch ein bisschen vertieft. Also wenn euch das interessiert, wenn ihr wissen möchtet, wie zeichne ich meinen Hund, wie zeichne ich mein Pferd oder auch andere Tiere, dann seid ihr herzlich eingeladen zu unseren Kursen. Da könnt ihr vor Ort lernen, worauf es ankommt, wie sehe ich eigentlich so einen Hundekopf, dass ich den auch wirklich so zum Papier bringen kann, worauf kommt es an. Das können wir euch ganz gezielt dann zeigen. Und je nachdem, wie lange ihr so einen Kurs besucht, habt ihr dann die Möglichkeit, wirklich dann in alle möglichen Techniken sowas auszuprobieren. So, hier geht es dann nochmal runter, nochmal auf die Zeichnung zurück. Hier der Bereich um die Ohren, der wird noch ein bisschen anschraffiert. Und viel muss dort eigentlich nicht immer hin, bis die Wiedererkennungsmerkmale eigentlich zu Papier gebracht worden sind.
das Ganze nochmal an den Ohren oben. Fast fertig ist die Skizze, ganz leicht, also der weiße Kopf, die weiße Schnauze des Hundes ist klar und deutlich zu erkennen, das ist auch sein Blick. Und ja, dann vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, das ist das fertige Ergebnis und vielleicht habt ihr selbst ein Foto von eurem Tier, was wir mal skizzieren können. Schreibt uns an und ansonsten schaut unter onlinekurse.akademieruhr.de. Da geht es weiterhin zu ausführlichen Tutorials und Videos. Bis dahin, alles Gute, euer Akademie Ruhr-Team.